Oh. Bring, bring. Hallo Ref, ich bin's Jim. Wie geht's, wie steht's? Hallo Singer Jim. Entschuldige, dass ich dich einfach so anrufe. Du bist sicher schwer beschäftigt. Aber glaub mir, es lohnt sich, dass du den Anruf angenommen hast. Es ist nämlich so, dass unsere Akademie jedes Jahr zu dieser Zeit eine Exkursion veranstaltet. Und zwar in Zusammenarbeit mit einer anderen Schule. Und ob du es glaubst oder nicht, du wurdest als Teilnehmer ausgewählt. Oh mein Gott! Dieses Jahr geht die Reise in die östlich gelegene Kitakami-Provinz. Da sie ziemlich weit weg liegt, ist die Anzahl der Teilnehmer diesmal besonders beschränkt. Du hast also echt Glück, dabei zu sein. Ja, okay, gut, ich bin der Champ der Region oder halt einer der Champs, ne? Also, ja. Komm bitte in die Eingangshalle der Akademie. Dort erhältst du dann alle weiteren Details. Oh, und du wirst natürlich nicht zur Teilnahme gezwungen, aber das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit. Also nur keine falsche Scheu. Na dann, wir sehen uns. Okay, interessant, es geht einfach direkt los. Und zufälligerweise, ah, da ist ja auch schon Brianna. Leute, ich hoffe auf jeden Fall ganz am Anfang, dass euch die Facecam oben nicht stört. Ich habe euch ja gefragt, die meisten waren dafür. Deswegen, ja, ich hoffe mal, jetzt oben links ist jetzt nicht so störend. Die Sache ist, ich habe noch gar kein Team. Ich wollte mir eigentlich noch das Team hier ready machen. Kleine lustige Geschichte, ich habe einfach verpennt. Ich wollte ja kurz vor 3 aufstehen, damit ich halt direkt zocken kann. Wann stehe ich auf? Um 6:30. Jetzt haben wir 7:30 Uhr. Ich habe voll verpennt einfach. Ich wollte eigentlich vorhin so kleine Powernaps machen, weil ich hatte nicht mehr so viel Zeit. Dann gab es aber das Problem mit meinem letzten Video und ja, dann konnte ich nicht mehr so viel schlafen. Ich bin echt froh, dass ich nicht komplett verpennt habe. So, ich finde 7:30 Uhr geht halt noch, aber ja, könnte auf jeden Fall besser sein. Ich würde sagen, ich mache ganz kurz mein Team ready für das DLC und dann geht es auch gleich weiter. So, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe mir kein richtiges Team vorbereitet. Ich habe jetzt einfach mal dieses provisorische Team dabei. Es kann sich aber noch was ändern und vor allem weiß ich ja noch nicht genau, wie die Levelkurve nun aussehen wird. Egal, wir schauen einfach mal. Moment, bist du etwa... Ja, du bist es. Du wurdest doch für die Exkursion ausgewählt. Wie war dein Name noch gleich? Hi, ich bin Rev. Ah, Rev, na, du steckst ja voller Energie. Welch eine Ausstrahlung. Oh, du hast ja einen Terra-Kristall-Orb. Das sollte mich wohl bei den Schülern an der Akademie hier in Paldea nicht überraschen. So reich an Ressourcen, wie diese Region ist. Oder handelt es sich bei dir etwa um einen besonders talentierten Schüler? Wer weiß, wer weiß. Ach, entschuldige bitte, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Miss Brianna, entschuldigen Sie die Verspätung. Oh, du bist ja auch schon hier, Rev. Du hast echt ein Riesenglück, dass du gleich in deinem ersten Jahr auf Exkursion geschickt wirst. Ich würde nur zu gern mitkommen. Oh je, Verzeihung, Miss Brianna. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Nun, wie du eben gehört hast, lautet mein Name Brianna. Ich bin Lehrerin an der Blaubeerakademie. Diese Schule liegt in der Einallregion. Ach du... Ah, okay, Einallregion. Ja, gut. Und Miss Brianna ist dort für den Lehrplan zuständig. So, Einallregion also. Dieses Jahr betreut die Blaubeerakademie die Exkursion, daher bin ich gekommen, um dich abzuholen, Rev. Die Kitakami-Provinz ist für ihre Ländlichkeit berühmt. Sie mag etwas abgelegen sein, birgt aber auch ein paar wundersame Geheimnisse. Es wurde dort sogar dieselbe Energie wie der Terra-Kristallisierung hier in Paldea nachgewiesen. Ich freue mich bereits darauf, das näher zu erforschen, also neben meinen Pflichten als Betreuerin, versteht sich. Irgendwann würde ich ja auch nur gerne mal den Schlund von Paldea erkunden. Ah, sass, sage ich nur, sass. Dafür bräuchten sie die Erlaubnis der Pokémon-Liga und von Direktor Clavel. Hauptsache ich, so der so regelmäßig in Zone 0 geht. Auch geil. Klar, einmal war es erlaubt, aber eigentlich nicht mehr, denke ich. Aber Hauptsache, wir gehen trotzdem noch regelmäßig da rein. Egal. Selbstverständlich, dessen bin ich mir bewusst. Ich habe mein Gesuch bereits eingereicht und hoffe auf eine erfreuliche Antwort. Oh, entschuldige, Rev, da haben wir doch einfach über deinen Kopf hinweggequatscht. Ja, was soll das? Um wieder auf eine Exkursion zurückzukommen. Sieh diese Reise einfach als eine Schatzsuche jenseits von Paldea an. Was für eine Gelegenheit. Zeigst du mir bitte kurz dein Smart-Rotom, dann aktualisiere ich fix deine Pokédex-App. Alles klar, Bro. Ja, mein Smartphone ist komplett langweilig, ich habe irgendwie keine Hülle oder so.
Dein Pokédex wurde um den Kitakami Pokédex erweitert. Und fertig. Jetzt kannst du auch all die Pokémon registrieren, denen du in Kitakami begegnen wirst. Also ich denke mal, ohne Witz, je nachdem welche Levelkurve, werde ich mir einfach dort ein Team zusammenfangen. Weil ich wollte es eigentlich vorhin noch machen, aber wie schon gesagt, ich habe dann komplett verpennt und ja, egal. Die Erlaubnis deiner Mutter haben wir bereits eingeholt, keine Sorge. Aus diesem Grund, ich wollte eigentlich einen shiny Knapfel haben, ne? Ja, habe ich auch ein bisschen verpennt. Egal, deinem Abenteuer steht also nichts mehr im Weg. Viel Spaß und gute Reise. Danke, Mann. Freunde, ich bin sowas von gespannt. Ich bin gespannt wie ein Bettlaken. Singuru Jim ist wahrlich eine Seele von Mensch. Seine Begeisterung ist geradezu ansteckend. Also dann, Rev. Es ist ein weiter Weg bis zur Kitakami-Provinz. Die erste Etappe legen wir per Flugzeug zurück. Und dann geht es mit dem Bus weiter. Gib mir bitte Bescheid, sobald du bereit bist, nach Kitakami aufzubrechen. Okay, Freunde. Jetzt kommt der Moment. Wir wissen, die Blaubeerakademie liegt in Einal. Ich bin nun wirklich gespannt. Und nicht wundern, mein Joy-Con hat einen Drift, deswegen bewegt er sich von selbst. Ich bin wirklich gespannt, ob die Kitakami-Provinz jetzt hier liegt. Da schauen wir gleich auf jeden Fall mal rein. Ansonsten würde ich sagen, ja, sind wir bereit. Bist du bereit? Ja. Oh, dieser Blick gerade eben, der war auch schon, der hat mir so leichte Volo-Vibes gegeben. Eventuell doch eine Antagonistin hier, die liebe Brianna? Wir werden es wahrscheinlich irgendwann erfahren. Sehr schön, sobald der Rest der Truppe eintrifft, brechen wir auf. Mir wurde gesagt, dass die Teilnehmer per Los ausgewählt wurden. Es ist also möglich, dass ihr euch heute zum ersten Mal seht. Perfekt, per Los einfach. Als Betreuerin ist euer Wohlergehen natürlich meine absolute Priorität. Doch ich hoffe auch selbst, etwas aus dieser Reise ziehen zu können. Da fällt mir ein, ist dir das Karmesin-Buch ein Begriff? Klar. Und wenn du es kennst, dann ist es noch mehr sus eigentlich. Kein Wunder, es ist schließlich das bekannteste Esoterikbuch des Jahrhunderts. Bei dem Verfasser dieses Buches, Alondo, handelt es sich um meinen Vorfahren. Wer hätte damit gerechnet? Daher habe ich das Privileg, im Besitz seines Originalmanuskripts zu sein. Ah, okay. Sieh mal, in der veröffentlichten Printausgabe sind diese Seiten verschmiert und kaum les... Oh, wir bekommen neue Informationen. Ein Pokémon wie eine Scheibe. Oh, unzensiert. Als ich mich allein wiederfand, war mir, als hätte ich tief im Schlund ein seltsames Etwas entdeckt. Ich wusste weder, ob es ein Pokémon war, noch ob es überhaupt lebte. Seine Hülle bestand aus zahllosen geschichteten Sechsecken, die heller funkelten als Edelstein. In seiner Gestalt glich dieses Etwas einer Scheibe. Hallo Therapagos, wie geht's dir? Ich gebe diesem Wesen vorläufig den Namen Therapagos. Wenn ich mich nicht täusche, könnte es sich bei der Substanz seines Körpers um die Ursache dafür handeln, dass Pokémon kristallisieren und leuchten. Ich glaube, das haben wir tatsächlich noch nicht lesen können. Darauf abgebildet ist ein Pokémon namens Therapagos. Das werden wir höchstwahrscheinlich aber erst im zweiten DLC kennenlernen, so richtig. Es handelt sich dabei um ein rätselhaftes Pokémon, dem Alondo begegnete, als er in die tiefsten Tiefen von Zone 0 vordrang. Die meisten Menschen halten das jedoch für nichts als Unsinn. Ist das wirklich Unsinn? Mein Traum ist es, Therapagos zu finden und zu beweisen, dass Alondo die Wahrheit sprach. Allerdings habe ich bisher noch nicht die Erlaubnis erhalten, Zone 0 zu betreten. Aber das macht nichts. Ich konzentriere mich auf das, was ich im Moment tun kann. Ich weiß nicht warum, irgendwie könnte ich jetzt schon den zweiten DLC predikten. Nach dem, was sie mir gerade erzählt hat, aber ich mach's mal nicht. Vielleicht wird dazu ein eigenständiges Video kommen. Miss Brianna, wir sind bereit. Sehr schön, damit wären wir vollzählig. Also dann alle miteinander. Brechen wir auf nach Kitakami. Ich denke mal, in Kitakami können wir uns dann auch umziehen mit dem coolen Kimono-Outfit. Oh mein Gott, das Dragoran ist genauso fly wie wir. Geil. Aber ja, Dragoran so schnell... War das nicht so schnell wie in diesem Chat oder so? Egal. Der Schatz von Zone 0. Freunde, es geht endlich los mit dem ersten DLC. Teil 1. Die türkisgrüne Maske. Ja, Mann. Das wird nice. So, dann würde ich mal gleich sagen, gucken wir schön auf die Karte, oder? Ob wir wirklich dann da sind, wo... Ja, dieser abgesperrte Bereich war. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind da.
Boah, mein Hintern tut richtig weh. Vom langen Sitzen. Erste Fliege und dann noch der Bus. Hahaha, ja, das war wirklich eine lange Reise. Aber wir haben niemanden unterwegs verloren, richtig? Sind doch alle da? Ja. Wenn das so ist, willkommen in Kitakami. Hier werden wir während unserer Exkursion die Zeit verbringen. Oh, Yanma wollte ich eigentlich auch ins Team nehmen. Ich bin übrigens selbst auch zum ersten Mal hier. Die Ländlichkeit ist wahrlich atemberaubend. Vor uns liegt das Dorf Midoriya. Es wird uns quasi als Basis dienen. Miss Brianna, mir geht's nicht so gut. Oh je, du Ärmster. Das wird wohl die Reisekrankheit sein. Dann lass uns erst einmal eine Pause einlegen und die schöne Landschaft genießen. Warum fühle ich mich so schlecht wegen dem Kleinen oder was? Rev, dürfte ich dich um einen Gefallen bitten? Könntest du dich schon mal nach Midoriya aufmachen und den Verwalter im Gemeindehaus von unserer Ankunft unterrichten? Und sag ihm bitte auch, dass wir jemanden dabei haben, dem es nicht so gut geht. Selbstverständlich. Wunderbar, danke dir. Ich kümmere mich derweil um unseren Patienten. So, dann werden wir gleich mal auf die Karte gucken können, denke ich mal, oder? Black Screen, okay. Ah, okay. Scheint wohl doch nicht so sein, das ist eine andere Karte. Ja gut, dann doch kein DLC-Gebiet. Wenn du innerhalb der Karten-App die... Okay, gut. Paldea-Karte. Wir schauen nochmal kurz, aber... Okay, das ist was komplett anderes. Ja gut. Schauen wir mal, auf welchem Level sich die wilden Pokémon befinden. Hallo Yanma, wie geht's dir? Auf welchem Level bist du denn? 55. Ja gut, die Attacken werden wahrscheinlich zu stark sein. Wir haben aber Netzball. Ich würde trotzdem mal Yanma fangen, denke ich mal. Ja gut, jetzt wird es halt natürlich noch... Habe ich irgendwas, mit dem ich das gut schwächen kann? Wir haben Gähne auf Koloball. Weil wenn die Trainer wirklich alle nicht so auf Level 70 sind, sondern schwächer, dann werde ich gleich nochmal mein Team umstrukturieren, denke ich mal. Weil da das Ganze nach der Hauptstory stattfindet, bin ich einfach mal davon ausgegangen. Ja. Dass sich halt die Gegner wahrscheinlich auch so Level 70 rum befinden werden. Ja komm, setzen wir nochmal Zwango ein. Sobald es schläft, werden wir nochmal ein Netzball drauf werfen. Ja. Kreideschrei. Ich warte einfach nur darauf, bis es schläft. So, schnell den Pokéball drauf werfen oder den Netzball in dem Fall. Bei Yanma wollte ich eigentlich auch mitnehmen so. Und wenn, wie schon gesagt, halt die Pokémon hier wirklich so in dem Level rum sind, dann bleibt bitte drin. Perfekt, ist es drin geblieben. So. Dann haben wir es einfach schon mal so als Backup. Weil theoretisch... was heißt theoretisch? Weil eigentlich hätte ich schon richtig Bock auf Yan Mega so mal wieder. Ich glaube, ich habe das sowieso noch nie richtig in einem Playthrough gespielt. So. Gut. Wieso kann ich nicht auf Koraidon reiten? Was soll... Ich dachte gerade, es wären shiny Dinger. Aber Knapfel ist ja grün. Ein Strawickel also. So, weiter nehmen wir mit. Ist bisschen blöd, dass wir... Junge Yanma, dein Ernst? Wie ich dem extra noch ausweiche und wieder dann einfach in mich reinläuft. Alter, was... Und wir spawnen da oben. Warum auch nicht? Geil. Wir spawnen einfach mal da oben. So. Ah. Da hinten sind doch schon hier unsere Rivalen, oder nicht? Unsere zukünftigen Rivalen zumindest.
Mal gucken, auf welchem. Ich denke mal, wir werden gleich gegen die kämpfen. Hanna, sieh mal. Je nachdem halt, auf welchem Level die sind, werde ich, glaube ich, mein Team darauf anpassen. Hey, du bist doch von dieser Akademie in der Paldea-Region, oder? Wie cool. Sei still, Joe. Okay, also man sieht auf jeden Fall, wer hier der dominante Part ist. Ich bin Hanna. Einen Fremden wie dich lasse ich nicht einfach so nach Midoriya spazieren. Nichts da. Wenn du trotzdem unbedingt ins Dorf willst, müssen wir das wohl in einem Kampf regeln. Hanna, komm schon, du willst doch einfach nur kämpfen, das ist nicht fair. Halt die Klappe! Bis jetzt dachte ich, die hätten so ein harmonisches Verhältnis, aber ist ein bisschen toxisch, ne? Beachte meinen kleinen Bruder einfach nicht. Menno. Also dann, mach dich bereit. Ich glaube tatsächlich, dass 70 ein bisschen zu stark sein könnte. Ich werde schon meinen Spaß mit dir haben. So, gucken wir mal. Cooles Team bis jetzt. Pokémon-Trainerin Hanna fordert dich heraus. Ja, okay, sie hat ein Pfiffchen. Auf welchem... Ich ahne Böses, auf welchem Level ist sie denn? Willkommen, Kitakami. Zur Begrüßung gibt's gleich mal eins auf den Deckel. 60. Okay. Dann werde ich, denke ich mal, mein Team gleich daraufhin so anpassen. Weil wir sind zu stark. Wir sind viel zu stark. 60 rum. Okay. Oh, aber sie hat das neue Pokémon Morcha dabei. So, das wird auch kein Problem sein. Oho, da kennt sich wohl jemand mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen aus. Tatsächlich, ja. Ich bin nicht umsonst Champ geworden in der Paldea-Region. Vulpix. Ja. Ja, okay. Dann werden wir auf jeden Fall gleich mein Team anpassen, so, weil... So 60 rum. Alles klärchen. Leider wird der Kampf halt sehr, sehr einfach jetzt hier gerade, aber... Ja. Konnte man davor jetzt nicht unbedingt wissen, ne? Wenn man halt wirklich nach dem Level geht von der Hauptstory, dann wäre 70 eigentlich schon angemessen gewesen. So 70 plus, aber... Was zum... Wer bist du? Ich bin... Retsu, hallo. Spaß. Boah, abgefahren. Du hast echt meine Schwester besiegt. Mist, wie konnte ich nur verlieren? Sagen wir einfach, du hast meine Prüfung bestanden. Gerade so. Ja, Mann, das war mega knapp. Nun ja, jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dich ins Dorf zu lassen. Aber ich habe hier das Sagen. Klar? Hey, was geht hier vor? Na toll. Komm, Joe, Zeit zu gehen. Aber... Hanna, warte auf mich! Ah, hallo, du bist ein Schüler von der Akademie in Paldea, habe ich recht? Ich bin der Verwalter diverser Einrichtungen im Dorf und zudem dafür zuständig, dass ihr euren Aufenthalt hier voll und ganz genießen könnt. Ich hoffe, die zwei Kinder von eben waren nett zu dir. Ja, klar, mega nett, Alter. Diese beiden stiften immer wieder Unruhe, vor allem Hanna. Tut mir leid, falls sie dir Ärger bereitet haben. Kein Problem. Was sagst du da? An der Bushaltestelle wartet ein kranker Schüler auf Hilfe? Ich werde sofort nach dem Rechten sehen. Geh du ruhig schon mal vor zum Gemeindehaus. Bis gleich. Södele. Level 60 rum. Wir wollen ja auch eventuell eine kleine Challenge haben. Deswegen, bis gleich, ich passe kurz mein Team an. Dann haben wir nun unser Jan Mega. Was wir in die Story mitnehmen werden. Also auf Jan Mega hatte ich, um ehrlich zu sein, richtig Bock so. Ich habe das sowieso noch nie in einem Playthrough gespielt, deswegen wurde es auf jeden Fall mal Zeit. So. Dann haben wir schon mal Jan Mega. Und ich denke mal, das wird jetzt hier so mein Team sein. Vielleicht switche ich nochmal durch. Ein Spot halte ich mir auf jeden Fall nochmal frei für Knapfel. Ich denke mal so, es könnte interessant werden. Ich bin auch ein bisschen underleveled. Vielleicht wird dadurch die Schwierigkeit auch ein bisschen stärker. Mal gucken.
Im Fall der Fälle haben wir immer noch Bonbons, wo wir benutzen können, wenn es doch zu schwer ist. Ich habe sogar hier nur ein Duodino dabei. Was mir mal ein Zuschauer getradet hat, ist ein Shiny Duodino. Kriegen wir bestimmt auch in der Story noch zu einem Trikefalo. Ja, aber gehen wir nun erstmal ins Gebäude. Hier entlang. Danke, dass du dem Verwalter Bescheid gesagt hast, Rev. Unseren Patienten geht es auch schon wieder deutlich besser. Also dann, alle miteinander. Das ist unser Gemeindehaus. Hier werdet ihr für die Dauer eures Aufenthalts übernachten. Eigentlich war geplant, euch in derselben Unterkunft unterzubringen wie die Schüler der Blaubeerakademie. Aber jetzt gehört diese Unterkunft ganz unseren Gästen von der Orangenakademie. Stimmt ja, ich hatte ganz vergessen, dass die beiden aus dem Dorf hier kommen. Tretet ruhig ein, keine Scheu. Und ich denke mal, ich werde wieder genau wie bei Kamis und Purpur so eine Stunde Parts machen. Ja, mal gucken, wie viele Parts es werden. Kommt herein, schaut heraus. Eure Schuhe könnt ihr ruhig anbehalten. Wenn sie arg verdreckt sind, wascht sie nur bitte kurz am Wasserhahn beim Eingang ab. Oh mein Gott, ist das etwa eine Kling-Plim-Torte? Oder was ist das? Ist das eine Torte? Da sind Karotten drin. Ich weiß nicht. Ist schick und sauber hier, was? Diese Einrichtung wurde erst kürzlich gebaut und kann daher selbst mit dem modernen Schnickschnack der Großstadt mithalten. Eine Brücke. Das ist der Gemeinschaftsraum. Hier könnt ihr nach Belieben fernsehen, euch unterhalten, was immer ihr wollt. Die Kantine befindet sich dort vorne und hier sind die Toiletten. Boah, danke, Mann. Nach dem langen Flug. Ich muss auf jeden Fall kurz... Dort hinten geht es zu den Schlafräumen, wo ihr euch ausruhen könnt. Da wir genug Platz haben, bekommt jeder sein eigenes Zimmer. Oh, was ein Luxus. So, das wäre dann auch schon alles, was ihr wissen müsst, denke ich. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch einfach an die Mitarbeiter am Empfang. Wunderbar, vielen Dank für die Erklärungen. Na, wollt ihr nicht auch etwas zum Herrn Verwalter sagen? Danke für die Gastfreundschaft. Also, ich wäre wahrscheinlich so stumpf gewesen. Danke, Herr Verwalter. Danke, dass wir hier übernachten dürfen. Oh, wie höflich ihr alle seid. Da geht einem ja richtig das Herz auf. Fühlt euch bitte ganz wie zu Hause. Ihr seid sicher erschöpft von der langen Reise. Es ist noch etwas früh, aber lasst uns schon mal zu Abend essen und dann bald schlafen gehen. Wir haben eine ganze Menge Essen für euch vorbereitet. Also lasst es euch schmecken. Muss nicht schmecken, muss wirke. Juhu! So. Vielen Dank, das war echt lecker. Das gibt mir gerade wieder richtig Mystery Dungeon Vibes, ne? Wo die am Abend irgendwie sich alle zusammenfinden zum Essen. Naja. Für heute gibt es kein Programm mehr, also steht dir der Abend zur freien Verfügung. Aber denk daran, dass die Exkursion dann morgen richtig losgeht. Sieh zu, dass du nicht verschläfst. Nicht so wie ich heute mit dem DLC. Leider nicht, zum Glück nicht komplett verschlafen, aber... Ich bin halt schon 4 Stunden eigentlich zu spät. Mittlerweile haben wir sogar 8:30, also ich habe die Aufnahme von 1 Stunde gestartet und die Aufnahme geht wahrscheinlich irgendwie gerade mal 1/2 Stunde, wenn überhaupt. Ja, ich habe irgendwie versucht, noch ein gutes Team irgendwie zu bekommen, aber naja. Guten Morgen alle zusammen, habt ihr gut geschlafen? Ab heute sind auch die Schüler der Blaubeerakademie mit von der Partie. Oh, die sind von der Blaubeerakademie also. Also klar, die beiden tauchen im zweiten DLC auch auf, aber ich dachte, ihr Ursprung wäre in Kitakami. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Hallo, ich bin Hanna. Oh, wie lieb sie auf einmal ist. Ich hoffe, wir werden uns gut vertragen, ihr Fremd, ihr aus Paldea. Ich bin Joe. Die beiden stammen aus diesem Dorf. Achso, sie stammen doch aus dem Dorf. Ja, okay. Ihr könnt sie also ruhig fragen, wenn ihr Hilfe braucht. Zeigt euch von eurer besten Seite, ihr zwei. Ich verlasse mich auf euch. Die reizende Hanna haben wir ja bereits kennengelernt gestern. Sie ist eine ganz Liebe. Claro. Nun gut, dann erkläre ich euch mal, worum es bei dieser Exkursion geht. Eure Aufgabe ist ein Orientierungslauf. Ihr müsst euch in Paare aufteilen und die 3 Infotafeln finden, die in der Kitakami-Provinz aufgestellt wurden. Auf den Tafeln stehen Auszüge einer alten Legende aus Kitakami.
Wenn ihr sie lest, erfahrt ihr mehr über die Geschichte dieser Provinz. Anschließend macht ihr bitte ein Foto von euch zweien vor der jeweiligen Infotafel. Sobald ihr euch von allen drei Infotafeln fotografiert habt, ist die Mission abgeschlossen. Betrachtet es als eine Art Erkundungstour durch Kitakami und die Geschichte der Provinz. Das ist doch viel spannender, als wenn ich euch hier einen langen Vortrag halten würde, oder? Das nenne ich mal eine innovative Aufgabe. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ihr bekommt alle noch ein Geschenk von mir. Geschenke, Geschenke. Du erhältst einen Rotom-Stick. Sehr geil. Ein Stab, ein Selfie-Stick. Aber Freunde, denkt daran, ich darf euch nur einen Ausschnitt zeigen. Spaß. So. Ich habe gehört, die sind gerade der letzte Schrei in den Großstädten. Ja, Selfie-Stick, die sind sowas von so 2016 oder so, aber passt. Die könnt ihr für eure Aufgabe sicher gut gebrauchen. Hier, ich bringe euch auch gleich eine total hippe Selfie-Pose bei, die ich mir ausgedacht habe. Ja, okay, er benutzt das Wort hip, also es kann nur 2016 sein. Ja, okay, eigentlich hip sogar 1980, Spaß. Der Verwalter hat dir die Coolness-Pose beigebracht. Mega cool. Die ist also total hip, ja? Sogar sie sagt's. Nun, diese Exkursion soll auch den Austausch zwischen unseren Schulen fördern. Zudem wäre es sicherlich sehr nützlich, jemanden dabei zu haben, der sich in Kitakami auskennt. Ihr könnt euch sicher denken, worauf ich hinaus will. Wenn möglich, solltet ihr euch mit jemandem aus der jeweils anderen Akademie zusammentun. Mit wem werden wir uns zusammentun? Ich glaube, das können wir uns wahrscheinlich sogar aussuchen, oder? Also ich vermute mal laut den Trailern mit Joe. Rede mit den Schülern der anderen Schule. Dein Name war Rev, oder? Lass mich raten, du bist hier, um dich aus Mitleid mit uns armen Außenseitern auszutauschen. Ja! Wie nobel von dir. Ich bin ja sowas von gerührt. Was würden wir denn ohne dich tun? Nice. Mein kleiner Bruder ist jedenfalls ganz besessen von dir. Alles klar, Bro. Zu Hause hat er nonstop von dir geredet. Das geht mir echt auf den Senkel. Spinnst du? Warum erzählst du ihm das? Pass auf, wie du mit mir redest, Freundchen. Ich tu dir hier einen Gefallen, klar? Alleine würdest du deinen Mund eh nicht aufkriegen. Ach ja, das ist ihm jetzt wieder schrecklich peinlich. Wie du unschwer erkennen kannst, gehört mit anderen zu reden, nicht gerade zu seinen Stärken. Von sich aus würde er es wahrscheinlich nie über die Lippen kriegen, also sage ich's. Er würde gerne gegen dich kämpfen. Tust du ihm den Gefallen? Ja. Na sowas, du bist netter als ich dachte. Da wird er sich freuen. Hey Joe, Rev hat zugestimmt, gegen dich zu kämpfen. Was? Echt jetzt? Ist das wirklich okay? Ja, du hast richtig gehört. Dann nehmt mal eure Plätze ein. Ihr anderen macht ein bisschen Platz. Hopp, hopp. Ich werde mein Bestes geben. Mal gucken, ob das jetzt ein bisschen spannender wird vom Level her. Wir beginnen ja sogar hier mit unserem Jan Mega, was Kehrtwende hat. Also eigentlich haben wir ein cooles Team. Und die Mucke ist geil. Pokémon-Trainer Joe fordert dich heraus. Oh mein Gott, er hat einen Visor. Los, Jan Mega! Auf welchem Level ist der? Aber Visor könnte Walzer haben, oder? Ja, okay, aber sollte trotzdem nicht so gefährlich sein. Ist halt immer noch nur ein Visor. 9,5. Ja, okay, ich glaube, das passt jetzt mit den Leveln. Ach komm, gehen wir aufs Ganze. Terra-Kristallisierung, Käfergebrumm. Dann sehen wir hier mal ein neues Pokémon mit der Terra-Kristallisierung. So, Terra-Typ Käfer Jan Mega. Sieht ganz cool aus. Und wir verlieren die Vierfachschwäche auf einen potenziellen Walzer. So. Reicht natürlich aus, weil es ist halt nur ein Visor. Oh, er ist selber ein Janma. Wir haben Antikraft. Und tschüss. Oh. Stimmt, er kann sich auch Terra kristallisieren. Oder? Nee, macht er aber nicht. Alles klar, Bro.
Antikraft und tschüss. Alter, das war nur ein Windschnitt und nur ein Janma. Uff, das war leider einer von meinen vielen Schwachpunkten. Die vielfache Gesteinschwäche? Das stimmt in der Tat. So. Und ja, das Team ist auf jeden Fall nicht fix. Es kann immer noch was ausgetauscht werden, je nachdem, was wir treffen. Menno. Aber ein Spot ist auf jeden Fall hier reserviert für Knapfel, denke ich mal. Vielleicht auch Polt, vielleicht auch Mordscher, mal gucken. Es sind halt beides Pflanzen-Pokémon. Ich will eigentlich keine doppelten Typen haben. Egal. Das war ein toller Kampf. Ein schönes Freundschaftsmatch. Ihr Kinder wisst eben, wie man sich schnell kennenlernt. Wusste ich's doch. Du bist echt stark, Rev. Joe ist fast genauso stark wie ich. Du hast echt was drauf. Wir sollen diesen Orientierungslauf zu zweit erledigen, oder? Mach das doch zusammen mit Joe. Ah, dachte ich mir schon. Was? Nicht doch. Warum denn nicht? Wir zwei sollen das ja nicht zusammen machen. Willst du dich lieber mit einem von den anderen Fremden zusammentun? Nein, aber... Na bitte, er steht sich mit seiner Schüchternheit mal wieder nur selbst im Weg. Ich schließe mich mit jemandem anderen zusammen. Kümmer dich gut um meinen Bruder. Wie es aussieht, habt ihr euch Probleme zu Paaren zusammengeschlossen. Dann registriere ich jetzt die Standorte der Infotafeln auf eurem Smart Rotom. Und los geht's, möge der Orientierungslauf beginnen. Oh, falls jemand übrigens Tränke, Pokébälle oder andere Items benötigt, das gibt es alles bei Momos Gemischtwaren dort drüben. Ach, der gute Momo also. Der gute Lemurensohn. Spaß, wir sind hier nicht bei Avatar. Am besten fangen wir mit der Infotafel auf dem Gefährtenplatz an. Der liegt westlich vom Dorf hinter der Apfelplantage. Oh, Apfelplantage, Knapfel oder was? Es ist nicht weit und ich dachte mir, es wäre am besten, sie in der richtigen Reihenfolge abzuklappern. Ich werde sicher nur im Weg, also gehe ich schon mal vor. Bis gleich.